zwar geht es darum, wir wollen mal fragen, seid ihr hier auf dem Weihnachtsmarkt und so? Ja. Habt ihr euch schon gut gehen lassen? Ja. Ja, super. Was bedeutet das so für euch, Weihnachten? Was ist das für euch? Also so, man, das ist ja eine Zeit, wo man mal in sich geht, mal ein bisschen überlegt. Ja, ein bisschen Stress weglassen. Stress weglassen, ja. Du bist gefragt. Nee, ihr seid beide gefragt. Das ist kein Problem. Ne, also, ja, es ist doch ein Familienfest. Und ja. Von daher ist es doch schön, weil... Geschenke einkaufen, Schenke an die Leute denken, ja. Die Einkaufsliste abhaken. Vor allem an die Leute denken, ja, das ist eine wichtige Sache. Es ist nicht nur das Materielle immer im Vordergrund, ja, sondern ja. auch genau. immer so Gemeinsamkeit und so. Ja, wir sind ja seit heute Morgen losgefahren von Friedberg hierher und haben dann gefrühstückt und haben dann Weihnachtseinkäufe gemacht. Schön. Und unterwegs, er war dann mal 2 Stunden fort, ich war dann 2 Stunden fort, wie man das halt so macht. Ja. Ja, und dann fällt einem zwischendurch dann schon mal irgendwelche Leute auf, so Leute, die auf der Straße leben. Ja. Habe ich einen heute gesehen, habe ich ihm auch erzählt, ganz schlimm. Ja. So ein, der hatte irgendwelche ganz schlimmen, also er hat alles verbunden gehabt an den Füßen. Ja. Ist ganz in Mülltonnen gekramt und so. Und er hat mir so leid getan. Ja. Ja. Aber ich weiß nicht. Ja, da fragt er sich schon, weil das habe ich zu ihr gesagt, ob das in Deutschland überhaupt noch notwendig ist, nach meiner Ansicht nicht. Also wenn jemand sich ein bisschen kümmert, ein bisschen was tut, dann sind ja auch die Leute versorgt eigentlich. Also das ist immer irgendwo die Frage. Also du verstehst nicht, wie das so weit kommen kann, aber ich denke mal, dass diese Leute irgendwie notgeraten sind und naja, irgendwie klar, nicht selber die, mit die Wege dahin sind ganz verschieden. Ja. Es ist schon so, dass man schon in der Weihnachtszeit eher mal darüber nachdenken, ne? Wie das so anderen geht. Ja, ich denke immer drüber nach, aber auf jeden Fall in der Weihnachtszeit noch mehr, das stimmt. Ja. Wie ist das so an Weihnachten? Also habt ihr schon was gefuttert auch? Ja. Heute? Ja? Super. Kartoffelpuffer. Ah, sehr gut. Und jetzt eine Bratwurst. Ja, okay. Also so klassisch Weihnachtsmarktbesuch. Wie ist das so an Weihnachten? Was gibt's da? Das kommt drauf an. Das kommt drauf an. Also klassisch, Heiligabend, das gibt's. Kartoffelsalat, Würstchen mit Schnitt und Schnitzel. Okay. Das ist so althergebracht aus Oma, Opa und das gab es bei dir immer sonst auch sowas. Ja, klar. Und dann halt ein Weihnachtsbraten irgendwann mal. Okay. Ja, aber gut. Der jetzt auch schon mal drüber nachdenkt, also man hört ja jetzt immer mehr auch. Ja, was mit Tierhaltung los ist, ne? Ja, und so. Ja. Und auch wenn man jetzt sagt, ein Weihnachtsbraten und so, denkt ihr da auch manchmal so ein bisschen, dass ihr diese Werte, die ihr vertretet gegenüber den Menschen und Obdachlosen, dass ihr auch die Tiere da so ein bisschen mit einbezieht? Oder ist es eher noch nicht ganz so im Fokus? Doch, also wir kaufen zum Beispiel gar nicht mehr im Supermarkt Fleisch. Schon, aber schon seit Jahren. Ja. Wir kaufen nur beim bekannten Metzger. Ah, okay. Ja, und wir geben auch gerne für Fleisch mehr aus. Ja. Ja. Und weil man kann es auch nicht glauben, dass so ein Hähnchen, wenn es für 2-3 Euro angeboten wird im Supermarktplättchen. Ich meine, wie soll das gehen? Das kann man eigentlich gar nicht glauben. Wie ist das jetzt hier mit der Bratwurst jetzt zum Beispiel? Die war ja nicht von dem Metzger. Da hast du recht. Das stimmt. Nein, so. Aber irgendwie? Ja. Nee, das stimmt. Nee, da hast du hundertprozentig recht, das ist doch ganz klar. Aber das macht es doch nicht, was man grundsätzlich denkt da dabei. Nee. Dass man sagt, dass man ganz einfach sagt, okay, ich gehe nicht zum Aldi und ich gehe nicht zu Lidl oder sonst irgendwo hin und kaufe da Fleisch. Das mache ich ganz einfach nicht. Also das ist ein Anfang, mehr ist es nicht. Aber das kannst du ja nicht beeinflussen, sage ich mal. Nee. Nee. Also, und dass man da jetzt hergeht auf dem Weihnachtsmarkt und Wurst isst. Ja. Also das ist es nicht. Die kommen das woanders her, ne? Die kommen auch woanders her, ja, natürlich, klar. Her. Aber ich glaube nicht, dass man sich darüber Gedanken machen soll. Ah, okay. Das glaube ich nicht. Okay. Grundsätzlich ist richtig mit dem Fleisch und so. Doch, wir haben schon einmal eine Bratwurst gegessen, da ging es uns beiden ganz schlecht. Ja. Da haben wir so Rennen gehabt hier unten. Ah, okay, gesundheitlich jetzt. Gesundheitlich ging es uns sehr schlecht. Und wenn wir jetzt mal die, das vom Metzger, ne? Das, ja. Also wo man jetzt denkt, man weiß, wo es herkommt und so. Nee, weiß man nicht. Ja, aber sagen wir mal, man weiß. Aber man besucht es jedenfalls. Genau. Ja. Wie ist das jetzt so, wenn ihr jetzt Tiere seht, denen es sehr gut geht? Ne? Also ich war zum Beispiel neulich, war ich Radfahren, da habe ich gesehen, waren ganz viele Gänse und so, ne? Und die, also augenscheinlich waren die topfit und ne, hatten genug Platz und Auslauf und so. Und man hat auch wirklich gesehen, dass die halt
ja, miteinander gespielt haben, so Familie hatten, ne, Freunde hatten und so. Ja. Manche haben sich genervt, ein bisschen so gezwungen. Wie die Menschen auch. Ja, wie die Menschen auch. Manche sind fauler, manche sind, ne, und so. Da ein bisschen zugeguckt und so. Und es war für mich irgendwie schon so, okay, die wollen ja auch eigentlich nur Familie haben, ne? Und die wollen auch eigentlich nur Freunde haben und so. Und da habe ich mir gedacht, okay, die haben jetzt wirklich so ein gutes Leben. Das ist genau das, was man sich so überlegt, wo man das kaufen will, ne? Das war auch sogar so ein, da konnte man Weihnachtsgänse bestellen und so, ne? Ja. So, das heißt, man würde wirklich sagen, okay, diese ganze... Die will ich ganz, will ich auch. Ja, klar. Und da habe ich mir so überlegt, passt das denn überhaupt zu diesem Geist der Weihnacht, wenn wir sagen, okay, die wollen eigentlich, die wollen, weil sie ein gutes Leben haben, wollen sie es ja auch weiterleben irgendwie, ne? Ja, klar. Wie passt es dann dazu, dass wir dann sagen, okay, wir bringen die jetzt um? Ja, das stimmt. Obwohl wir das ja gar nicht müssen, wir können ja andere Sachen essen, oder? Ja, aber was machst du mit dem Tiger oder mit dem Löwe? Was macht der? Also ich jetzt für meinen Teil würde sagen, dass ich meine Moralvorstellung, meine Entscheidung nicht danach ausrichte, was Tiger machen. Okay. Das ist so, also mache ich ja sonst auch nicht. Ich sage zum Beispiel Löwen und so, die bringen sich auch gegenseitig um. Ne? Die bringen die Kinder um von den anderen Löwen. Ja gut, also so weit wollen wir nicht gehen. Nee, aber es ist so, generell mache ich halt nicht irgendwas, weil ein Löwe irgendwas macht. Okay. Gut. Weiß nicht, wie es bei euch. Und dann lebst du vegan oder was? Ich lebe vegan zum Beispiel. Super. Ja? Genau. Super, meine Tochter auch. Das funktioniert auch wunderbar. Es gibt zum Beispiel Nussbraten, ne? Habt ihr schon mal Nussbraten probiert? Nein. Das ist so geil. Das ist so mit aus Kastanien und Nüssen und so. Ja. Und das ist richtig auch so braun wie so ein. Man kann sich vorstellen wie so ein Hackbraten oder so. So sieht das aus. Ne? Macht man eine Soße, Rotweinsoße dazu mit schönem Gemüse und so. Klöße. Ja, und Hammer. Ja, stopp. Wo fängt die Rotweinsoße an? Die Soße? Wie meinst du das? Gemüse. Das Gemüse wird aufgekocht und kommt Rotwein rein. Ja, okay. Gemüse wird aufgekocht. Genau, Gemüse. Ist keine Bratensoße. Ja, genau. Da wirst du keinen Unterschied merken. Es ist so super, wirklich. Ich war wirklich baff. Vor allem, man hat das alles selber gemacht. Man wusste genau, welche Zutaten reinkommen. Ja. Niemand ist dafür gestorben und so. Ja. Ist schon ein schönes Gefühl. Ja, ne? Das stimmt. Weil wenn man sich überlegt, ganz viele Hunde und so, die haben auch ein ganz tolles Leben. Dann würde ich jetzt hingehen und sagen, okay, ich bringe jetzt hier einen Hund um. Da würden ganz viele Leute würden dazwischen gehen. Ja, natürlich. Ne? Gut, man macht ganz... Ja, das ist ja richtig. Das man ist macht so ganz komisch, einfach ne? Man macht Unterschiede einfach. Das stimmt ja. Aber man ist ja auch keine Katze oder irgendwas. Nee, aber warum, ne? Ja? Ich meine, eine Katze ist ja nicht weniger intelligent als ein Schwein zum Beispiel. Nee, natürlich nicht. Das stimmt schon. Ja. Die haben, vor allem, man muss sich überlegen, Intelligenz und solche Dinge, die haben ja gar nichts zu sagen eigentlich. Das machen wir ja bei Menschen auch keine Unterschiede. Ne, wir sagen ja nicht, oh, du bist weniger intelligent, du bist weniger wert oder so. Nee. Die Sache ist ja die, wir überlegen uns, welche Bedürfnisse hat der Gegenüber? Hat der ein Interesse daran zu leben? Ne, also nicht, zum Beispiel, ich würde jetzt nicht sagen, oh, derjenige ist mir jetzt egal, der ist für mich nichts wert, deswegen kann ich dann machen, was ich will. Auch niemand. Nein, weil wir sagen, nein, die Person oder du oder ein Schwein oder eine Gans, für sie selber ist ihr Leben genauso viel wert wie meins für mich. Na klar, na klar. Na ne? Na und klar. Das respektiere ja, ich. Ja, ich respektiere das auch. Yeah. Ich respektiere es im ganzen Leben so. Wenn bei mir eine Spinne im Haus ist oder irgendwie sitzt ein komischer Käfer, dann, ja, ich töte sie nicht, sondern ich nehme so ein Glas, schwupps. Super, und musst du raus. Überlegen, warum machst du das? Ne? Ja. Weil du weißt. Das könnte ja auch ich sein. Ja, das könntest du sein. Vor allem, es ist nicht notwendig. Ne? Es ist nicht notwendig. Stimmt. Deswegen sage ich ja auch immer, man muss die Tiere nicht töten. Aber manchmal. So jetzt gehen wir doch, so, doch mal weiter. Geh doch mal weiter. Geh doch mal ein Stückchen weiter. Was machst du mit den Fliegen? Was mit den Fliegen? Mit den Fliegen. Mit den Fliegen. Ja. Mit den Brummfliegen, meinst du? Ja, mit den Brummfliegen. Ja, die hasse ich total. Siehst du? Ich weiß. Okay. Ich weiß auch nicht, wozu die Nütze sind, tatsächlich. Aber es tut mir leid. Ja, das ist halt genau aber das Ding. Aber ich sag dann hinterher immer, es tut mir wirklich leid. Es tut mir leid. Das ist doch super. Also, man muss halt ganz klar sagen, genau wie du jetzt gesagt hast, es geht nicht darum, wie wir das fühlen, ne? Ob die für uns nichts wert sind oder wir nicht wissen, wofür die gut sind. Für sie selber. Ne? Ja, wenn wir, also wie gesagt, für ein Schwein, für ein Schwein oder für eine Gans ist ihr Leben, genau, die hat auch nur eine Chance zu leben. Und die haben auch eine Seele. Genauso wie wir nur eine Chance haben. Und weißt es ja nicht. Du weißt es nicht. Nein, ich war noch nie eine Gans. Ne? Nein, aber du weißt nicht, ob du ein Leben hast. Vielleicht warst du schon eine Gans. Zwei Leben. Wissen wir, aber alles, was wir wissen, ist, das haben wir jetzt schon mal. Ne? Ja, jetzt davon auszugehen, dass es noch eins gibt, ist gefährlich. Sagen wir es mal so. Kann man nicht unbedingt wissen. Wäre natürlich schön. Aber das Ding ist, es gibt keine Notwendigkeit, diese Gans zu essen. Das ist das Ding. Weißt du, wir machen das schmeckt aus... Schmeckt halt gut. Ja, schmeckt halt gut. Und das ist ein Riesending, wenn man sagt, ich bringe jemanden um, weil er gut schmeckt. Das ist schon heftig.
würde ich ja jetzt auch nicht machen. Ich würde. Ja gut, aber das ist kein Unterschied. Wenn du jemanden bezahlst, jemanden umzubringen, ist deine Verantwortung nicht weg. Wenn du mich bezahlst, hier einen Hund umzubringen, ist deine Verantwortung nicht weg. Ja, du hast ja recht in dem Sinne, aber... Ist so, oder? Ist ein bisschen weiter hergeholt. Die Wurst? Nein, ja, du hast recht. Nee, das ist, also, ist nicht so weit hergeholt, weil du sagst ja, bring sie ganz für mich um. Dort hätte ich sagen, ich könnte die sogar auswählen können. Da in diesem, ich hätte sagen können, ich finde es auch schlimm, wenn so ein Silvesterkarpfen da rumschwimmt im Becken und ich sehe den noch und dann kriegt der so ein, also hab ich ganz schlimm empfunden, dann kriegt der so einen Gong und weg ist er. Ja. Und das, dann isst man den. Ja, und nur weil eine Distanz dazwischen ist, weil wir zum Beispiel das Geld nicht demjenigen geben, der die ganz umbringt, sondern einer Kassiererin. Ist es völlig egal, die Verantwortung ist nicht weg. Ist selbe natürlich. Und nur weil die ganze Das ist keine Frage. Das ist keine Frage. Die Verantwortung können wir nicht abgeben. Das ist klar. Dadurch, dass wir jemanden bezahlen. Ja. Das funktioniert nicht. Nein, um Gottes Willen. Und die Sache ist die, da wir es eben nicht müssen und es nur Geschmack ist, es ist ja tatsächlich so, es ist nur Geschmack, ist das quasi, wir stellen Genuss über Leben. Ja, das sowieso. Dann halten mich sowieso die Superreichen, die dann irgendwelche Trüffel kaufen oder Champagner für 100.000 Euro. Du tust jetzt irgendwas dahin, was ein kleines selbe ist. Eigentlich ist das Spiel ja gar Rolle. Ob der 100.000 Euro oder so. Konsum hat immer auch Opfer. Ne? Nur in dem Fall sagen wir speziell, ich möchte, dass du stirbst. Es geht nicht anders. Ne? Fleisch bedeutet immer, jemand ist gestorben, der nicht sterben will. Und der nicht sterben musste. Ja. Und könntet ihr es euch vorstellen, es gibt so eine ganz tolle Initiative, die nennt sich Veganuary. Habt ihr die schon mal gehört? Nee. Also es kommt von January, also von Januar. Und ganz viele Leute machen ja an Neujahr so gute Vorsätze und so. Ne? Und da gibt es diese Initiative und da bekommt man den ganzen Januar, wenn man sich da anmeldet, ist umsonst natürlich, bekommt man Infos, Rezepte, Hilfe in allen Belangen, was Veganismus angeht und pflanzliche Ernährung. Wenn man zum Beispiel irgendwelche Allergien hat oder so, worauf man speziell achten muss, da sind auch Ernährungsexperten. Ne? Ist eine ganz tolle Sache. Und auf einmal ist es so, dass man merkt, man lebt im Einklang mit seinen eigenen Werten. Denn die Werte von uns sind nicht anders. Ne? Wir wollen Gewaltfreiheit, wir wollen andere nicht ausbeuten. Nur die Taten, wenn wir jemanden bezahlen, jemanden umzubringen, passen noch nicht ganz zu den Werten. Weißt du, was ich meine? Und das ist ein ganz tolles Gefühl, wenn man im Einklang mit seinen Werten lebt. Ja, natürlich. Ist aber nicht immer so umsetzbar. Ja, aber in dem Fall ist es total einfach umsetzbar, weil du musst nur aufhören, jemanden zu bezahlen, eine Gans umzubringen. Okay, das mache ich. Das mache ich. Ja? Ich gebe dir mal einen Flyer mit von diesem Veganuary. Mhm. Das ist einfach im Internet, meldet man sich an und dann probiert es mal aus. Wir essen auch dieses Jahr keine Gans. Super. Man muss dagegen entschieden. Also, das gilt natürlich auch für andere Tiere. Ne? Ich wollte jetzt nicht die Gänse. Ich wollte jetzt nicht die Gänse besonders hypen. Ne? The January Flyer wollte ich nehmen. So. Und zwar einfach da anmelden. Ne? Und da kriegt ihr diese ganzen Infos und ihr könnt gar nichts verlieren. Ne? Ihr macht das einen Monat und 80% der Leute machen das weiter. Ja. Weil sie einfach merken, wie toll das ist, dass es einem auch besser geht. Zum Beispiel ist aber es auch aus Gänsefedern darfst du dann auch nichts anziehen. Ja, mit Dürfen ist immer so vorsichtig, man will das einfach nicht mehr. Weißt du? Wenn ich weiß, was passieren muss, damit ich mich auf ein Gänsefederbett legen kann, dann will ich das nicht. Das ist nicht mit Dürfen oder so. Ich kann mich genauso gut auf ein Synthetikkissen legen und bin völlig glücklich. Was auf dem mit Synthetik ausgestopft. Ja, aber gut, die Gänsefedern sind ja eigentlich nur gerupft. Die wachsen ja wieder nach, glaube ich. Ne? Habt ihr das mal gesehen? Nee, ich hab's noch nicht gesehen. Schaust du mal an. Danach bist du. Ist nicht so. Es ist so. Es ist das Schmerzhafteste, was man sich nur vorstellen kann. Dass die das ist so, wie wenn dir jetzt die Haare rausreißt. Ja, alle mit einmal wäre schon blöd, das stimmt. Ja, es ist ein sehr brutaler Vorgang. Man stellt sich, also. Ja, das glauben wir. Ja, klar. Kannst du euch auch zeigen, also, ich habe sie dabei auf dem Tablet. Was weiß ich, wenn wir eine Gans. Nee, das ist kein Problem. Wenn wir eine Gans luft, die schon tot ist, weiß man ja, was da gemacht wird. Genau, also ich gebe euch das mit. Das ist klasse, super. Hast du noch die Karte? Nee. Also, die habe ich jetzt in Höhe. Ist da alles drauf hier, oder? Ja, das ist nur Veganuary. Ich gebe euch mal noch so eine Karte mit. Da sind ein paar Dokumentationen und so. Da könnt ihr euch ein bisschen was anschauen, denn über Klimawandel und so, die Nummer 1 Ursache ist eben auch, dass wir Tiere essen. Ja, das stimmt ja. Und das sind ganz viele Dinge,
ich würde schon fast, ist ja sehr unvegan, wenn ich das sage, aber viele Fliegen mit einer Klappe schlagen. Nee, ist auch so, natürlich. Ja, ganz und es ist ein ganz einfacher Schritt. Und für eure Gesundheit ist es besser. Auch. Für die Umwelt ist es besser, für die Tiere ist es auf jeden Fall alles besser. Wir müssen nur den Schritt machen. Das, ja, das, und das ist total so einfach. Doch, mit so einem Programm ist es total einfach. Nee, ist nicht so einfach. Da kriegt wenn, ja, du, wenn, ja. du, wenn du immer Fleischesser warst, ja. ist nicht so einfach. Ich war selber immer Fleischesser. Wir waren alle irgendwie, die wenigsten sind vegan geboren. Ja. Nee, das stimmt. Ne? Und es ist so, dass wir irgendwann sagen müssen, okay, es lohnt sich einfach. Es ist so schrecklich, was passiert, dass wir unseren Planeten zerstören, dass wir jemanden umbringen. Das ist richtig. Dass alles wir gut. krank werden. Ein Drittel der Menschen stirbt an einem Herzinfarkt. Und nur, weil zu viel Cholesterin und gesättigte Fette gegessen werden. Ja. Und das muss einfach nicht sein. Von den Top 15 Todesursachen gibt es nur eine, die nicht mit tierischen Produkten zusammenhängt. Und das ist der Unfalltod. Alle anderen sind zumindest korreliert damit. Ne? Also ihr habt wirklich sehr, sehr viel zu gewinnen. Und es schmeckt auch noch, sieht richtig toll. Nussbraten. Okay. Ich danke euch vielmals.